Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier gerade von Thüringen, Version 3.101. Ja, das Förderband steht wieder mal. Jetzt heißt der Modus aus. Das heißt starten und beginnen. Das ist so ein kleiner Nachteil für den Gerät. Ob wir das irgendwo verändern können, theoretisch, müsst ihr mal probieren. Bin da ein bisschen ja, ist neu für mich, sag mal so. So, dann wollte ich die nächste Feld vorbereiten für die Ernte. Zwar haben wir jetzt auf der 37 mal drauf und 49 beides Getreide. Da wollte ich einen Drescher hinfahren, entweder da oder da, ist egal. Da haben wir Mais drauf, das dauert noch eine Weile, und da ist Sonnenblumen drauf. Das dauert auch noch sehr Weile. Und hier muss es immer noch wachsen. Und da habe ich schon gedüngt, ne? Ja, muss zwar normal gedüngt werden, aber wie gesagt. Ja, da muss ich auch düngen. Ist halt so, ne? Aber wie gesagt, muss man wachsen. Na, er fährt los. Also Mist geht in den BGH. Das ist gut. Vielleicht müssten wir zwei Fahrzeuge haben, dann wäre es vielleicht ein bisschen. Dann könnte er. Das könnte aber Probleme besorgen, ne? Wenn der jetzt entsprechend da plötzlich rückwärts fahren will und da ist. So, was wollte ich machen? Achso, Drescher. Also Hof 1 haben wir noch einen Drescher, eine Scheune. In der Halle. Und das Schneidwerk liegt da auch rum. In Anführungszeichen, ne? Also ein Regal wäre eine Option, müssen wir noch machen. Muss ich mir noch Mod besorgen mit einem Regal und das dann probieren. Ansonsten da, wo sie aktuell liegen, so an sich ganz gut. Ich meine, jedes Schneidwerk würde für jeden Drescher passen. Ist dieselbe Arbeitsbreite, nur sieht optisch ja besser aus, wenn das rot zu rot und gelb zu gelb und grün zu grün ist. Ne? Wo nur halt die Reihenfolge einhalten beim Vorbereiten. Die soll ja nicht im Weg stehen, ne? Darum geht's ja. Warte, irgendwo. Irgendwo festgepackt im Boden, ne? Magnetisch, ne? So, X, Räder raus. Und die Zugstange. Jetzt mal ab auf die Räder und dann koppeln wir wieder ab. Und flagge trotzdem die Stange. So. Dann fahren wir zu Feld 37, ne? Den müssen wir noch vorher reparieren. Den habe ich da nicht mehr repariert. Wir haben mit 23% und 22, ja, 23 kann man sagen. Und tanken müssen wir auch. Also sonst können wir gleich den ersten Tag, die erste Müllung, Tank ist leer. Gut, Tank ist leer, damit könnte ich noch leben. Dann würde ich mit Tankfahrzeug nachfahren und voll machen, aber ganz schlecht wäre zum Beispiel, wenn die nicht so repariert ist. Ne? Gibt ja Ernteverluste. Zum einen hier gibt es Ernteverluste durch Getreide, aber weniger also ernten würden. Und da wird die Geschwindigkeit dann auch langsamer werden. Das wäre beides nicht so gut. So, der Rest Dreck geht vom Regen sicherlich weg. Da müssen wir jetzt auch von so ranfahren, sonst kommen wir da die Kurve ganz schlecht rum. Mal schauen, ob wir die Tankstelle von der Seite nehmen können.
denn wenn wir vorher tanken können und dann denken, ist es ja besser, ne? Hier wird nichts sein, ne? Dann koppeln wir so lange ab, denn ich möchte ja nicht so lange rangieren, ne, mit Gerät. So. Diesel, klar, starten wir mal. Hat einen recht großen Tank, aber mit Viertel voll nur noch zum Schluss. Das wird nichts. Das wird zu wenig. Das wird nicht reichen. Man muss zwei Felder muss auf jeden Fall mal durchhalten. Mit Weizen und Gerste ist das, glaube ich. Eins und Bein ist da. Und Sonnenblumen hier später. Eh zum Schluss nachher Ende des Jahres. Und Mais machen wir ja Häckseln, ne? Also für Silo. Da muss ich mir rausfinden, wie ich am besten, ne, mit dem Radlader entweder direkt zum BGH fahre oder mit dem Anhänger fahren lasse. Denn das, was ich mit Mist machen wollte, würde ich jetzt mit Mais der machen. Ja. Also das mit dem Radlader das aufnimmt und eigentlich einen Anhänger kippt. Ich muss aber einen normalen Radlader nehmen, normalen und mit der Standardschaufel, weil mit 30.000 kippen die um. Mal die Innenansicht. Also das ist schön anzuschauen, ne? Wenn die Position passt. Bei einigen Fahrzeugen ist das nicht so optimal, ne? Man sieht auch nicht so viel. Jetzt zeige ich ihn hier nicht aktiviert. Nase juckt hier oben. Ja, ich habe heute Mittwoch und Halbzeit in der Woche. Und die Folge heute ist auch Mittwoch. Ja, ist halt so, ne? Ja, mal schauen, ne? Dann meldet man trocken an. Aber die Ernte ist jetzt. Haben wir jetzt Frühling, ne? Ne, Frühjahr, Sommer. Uff. Ich habe es erst im Frühjahr ausgesät, das darf man nicht vergessen. Im Herbst wäre es vielleicht schon reif, wenn wir es im Herbst gemacht hätten. Aber da wir die Karte neu gestartet haben, haben wir im Frühling auch neu gestartet. Und daher konnte ich nur das entsprechend im Frühling aussehen, ne? Wo jetzt praktisch Sonnenblumen sind, da kommt dann im Prinzip Dings rein, Getreide. Mal schauen, im Herbst schaffen, mal sehen. Und da wo jetzt Getreide ist, ja gut, dann wollen wir sehen, ob wir das rein rechnerisch wäre das so 3 Tage im Sommer, letzten, also Spätsommer, oder 3 Tage noch mehr, wo wir Raps auch sehen könnten. Ich sage, wie gesagt, könnte, wenn das zeitlich geht. Ansonsten müssen wir nächstes Jahr sehen, was wir da entsprechend einpflanzen. Was für eine Ölfrucht. Ne? Da muss ich mal gucken, im Editor von Seasons, was da von Frucht noch passen würde zum Mais. Also Mais gehört ja zur Kategorie Getreide. Und Gras ist Gras. Mal gucken, ob das irgendwie prozentual gut gehen würde. Ne? Also das maximal rausholen. Ne? An Ertrag. Ja, müsst ihr mal gucken, ob wir noch 2 Anhänger haben. Das wird mich jetzt interessieren. Also den Vermissanhänger reden wir jetzt nicht. Das wäre ja Quatsch. Den brauchen wir am Hof sowieso für Mist. Müsste ich eigentlich bei den Kühen noch Mist Stroh eingeben, die haben nicht keins mehr. Oder mache ich echt Gülle? So,
Parken wir gleich links, hier so schön. Nicht gerade im Weg, falls irgendwo Fahrzeuge fahren müsst, dann irgendwann mal, ne? Ungünstig, ne? So. Wo könnten wir noch Fahrzeuge am Anhänger haben? Den könnten wir jetzt im Hof fahren. Da kann man ja auch Mais mitfahren. Mit denen nicht. Nächsten 100 nehmen wir gleich mal. Der ist mehr für Flügen gedacht, also für die schweren, richtig schweren Arbeiten, für lange Transportwege. Wäre der auf Dauer zu langsam. Aber ist halt so, ne? Dann nehmen wir den T8, nicht den T9. Oder den Käse können wir auch nehmen dafür. Wie gesagt, die anderen Fahrzeuge will ich lassen für, falls wir mal irgendwo eine Pflegereifung brauchen, da kann man umrüsten auf Pflegereifung, ne? Was der nicht kann. Hätte besser sehen können, ne? Vorne ja, und seitlich. Jo. Glück gehabt. Meistens ist es sehr, sehr eng. Ist sehr eng und dadurch wahrscheinlich ein Gegenfahren recht groß. So, dann kriegst du auch breit Reifen. Zwillingsreifen an der Straße wollte ich nicht fahren. Ich habe letztes Mal aber probiert, wegen Feldarbeit. Da ja so ein Regen war und die so nass ist, dass man da mit Doppelreifen besser klarkommt. Ne? Kann sein, auf dem Getreidefeld, naja, ne, so eigentlich. Eigentlich besser zum Fahren sein, ne? So, Radgewichte, Breitreifen. Das bleibt so. Zurück. Na, waschen brauchen wir echt nicht, das ist nicht so schmutzig. Der hat kein Gewicht. Es geht darum, der Anhänger hat ja eine gewisse Achslast. Also, der drückt auch den Hinterreifen auf. Dadurch hebt er die Vorderreifen etwas hoch. Müsst ihr ein Gewicht kaufen. Hat zwar noch ein Gewicht im Hof, aber hier ist das keins. Kaufen wir uns eins. Den anderen blauen hätten wir auch nehmen können für Gewichte. Mal sehen, bei Gelegenheit mal da mal hinfahren und er hinbringen, ne? Den wollen wir eh anher kaufen, ne? So. Da kaufen wir ein Gewicht. So. So 1600 Kilogramm müsste reichen. Da wir das zuordnen können, nehmen wir einen blauen. Aber die Farbe ist im Grunde egal. Wenn wir eins brauchen, wir haben ein anderes, dann nehmen wir halt ein anderes, ne? Ist ja so. Oh, ich krieg Hunger, kann auch nicht sein. Gut, dann holen wir den anderen Anhänger für Gras sammeln. Der muss ja weg, kann man nicht stehen lassen. Und dann werde ich mal. Aua. Stoßen, leicht und leicht. Nicht schlimm. Wegen der Gras sammeln oder auch für Mais. Für Mais können wir die auch nehmen. Und daher gehören ja hoch 3. Da ich den meisten Mais, da steht alles im Mais und das muss da entsprechen. Halt hingebracht werden, ne? Miss Blocking, warum blockt er schon wieder? Hat er wieder aufgehört? Das kann sein, 5%. Hat er garantiert aufgehört zu arbeiten. Naja, wahrscheinlich werde ich da wohl mit Gülle arbeiten.
So. Da haben wir Pferde heute drinne. Er hat es ja probiert gehabt, ne? Das können wir bei der BGH einkippen oder bei den Kühen. Ich kipp's bei den Kühen mal rein, mal sehen, ob die das annehmen. Dann holen wir einmal Stroh. Ich mach doch Stroh. Ich will halt in Zukunft einfahren lassen mit ich wollte eh zum Hof fahren, gucken, ob wir noch Anhänger so stehen haben. Aber ich glaube, wir haben keine. Noch halt zwei große noch kaufen. Hab ich auch eine Anzeige drin, ne? Ups. Hoppla. Oh, ich sehe schon wieder, Zeit ist um. Das ist halt so, ne? So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier in Thüringen. So, vorbereiten für die Ernte, für Getreide, Weizen und Gerste. Und tschüss, ciao, ciao. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss, tschüss.